10 Minuten, mehr oder weniger, die gab die Sanduhr am 13. November 2018 beim Trialog im Technikmuseum vor. Diese Zeitbegrenzung spielte eine wichtige Rolle bei der Veranstaltung. Doch bevor wir soweit sind, was ist eigentlich ein Trialog? Den Dialog zwischen zwei Parteien kennt jeder, beim Trialog sind es dann eben drei. In diesem Fall Unternehmensgründer oder die, die es werden wollen, eine fachkundige Jury, die die Ideen der potenziellen Gründer bewertet, und ein Plenum, das Ratschläge, neue Perspektiven und Kontakte einbringen kann. Bringt man das alles zusammen, kann Großes entstehen und Aufmerksamkeit geschaffen werden. Der besondere Charme an der Veranstaltung ist, dass sich diese Gründerteams überhaupt mal einer breiten Öffentlichkeit stellen können, dass sie über die Medien, sprich die Handwerkskammer, die Industrie- und Handelskammer und auch über das Wirtschaftsministerium publiziert werden und da natürlich auch eine andere Sichtweise auf diese Art von Unternehmung gemacht wird, was es in der Vergangenheit ja gar nicht gab. Start-ups, vor allem aus der Region, spielen häufig kaum eine Rolle in den Medien. Deswegen beschlossen die Industrie- und Handelskammer Magdeburg, die Handwerkskammer Magdeburg und die beiden Hochschulen der Landeshauptstadt zum gemeinsamen Netzwerken einzuladen. Zum zweiten Mal wurde ins Technikmuseum geladen, zum zweiten Mal beurteilte eine fünfköpfige Jury die vorgestellten Projekte und zum zweiten Mal führte Antje Schmidt von den Initialzündern durch die Veranstaltung. Sie war auch die Herrin der Sanduhr, denn für die Projektvorstellung, das Jury-Feedback und die Diskussion im Plenum waren jeweils 10 Minuten eingeplant. 4 Teams aus unterschiedlichen Bereichen waren mit ihren Ideen dabei. Den Anfang machte Benjamin Horn. Er hatte einen elektromechanischen Aktuator mitgebracht. Diese kleinen Bauteile sind zu Millionen in Industrieanlagen verbaut, arbeiten meist aber pneumatisch. Die elektromechanische Variante könnte dafür eine kleine Revolution sorgen. Und das, wo die Erstellung eines Prototyps gar nicht so teuer war. Bisher sogar sehr, sehr kostengünstig, eigentlich komplett aus eigenen Finanzmitteln. Der Aktuator oder diese Prototypen, die wir gebaut haben, sind rein händisch gefertigt. Also an CNC-Fräsmaschinen oder Drehmaschinen. Hier hinten sieht man eine Haube aus 3D-Druckteilen. Da drinnen befinden sich natürlich ein paar elektronische Komponenten, ich sag mal Magnete oder Spulen, die alle nicht wahnsinnig teuer sind. Das kann man auch nebenbei so stemmen. Projekt 2 befasste sich mit Sehen und Fühlen. 3 Masterstudierende der Hochschule Magdeburg-Stendal arbeiten daran, die Welt der Blinden und Sehbehinderten zu erweitern mit ertastbaren Bildern. Ganz neu ist die Idee nicht, aber ihnen schwebt zusätzlich eine Internetplattform vor, über die Bilder kostengünstig erstellt und gedruckt werden können. Das beeindruckte auch die Jury, die vor allem mit ihrer Perspektive aus der Praxis helfen konnte. Ich denke, der Trialog ist eine große Chance, gerade wenn man noch am Anfang steht, seine Idee zu testen und Feedback von Experten zu bekommen. Bisher hatten wir da noch nicht so die Möglichkeit, deswegen freuen wir uns sehr. Und gerade bei unserem Konzept gibt es noch ein paar Schwachstellen, was Marktanalyse angeht. Und da hoffen wir, ein bisschen Unterstützung zu bekommen. Bei Projekt 3 ging es dann um ein Fahrrad und 2 Kästen Bier. Mit Trenux haben hier 2 Studenten einen Kofferraum für das Fahrrad in Form eines faltbaren Anhängers entwickelt. Da kam nicht nur die Idee, sondern auch die lockere Präsentation der beiden gut an. Ein Punkt, den die beiden begriffen haben. Wir wollen einfach genau so rüberkommen, wie wir auch sind. Wir leben dieses Projekt und das ist auch so dieser Geist für das Projekt, der uns brennt, der treibt uns an und das kann man auch eigentlich nur jedem mitgeben. Wenn man eine Idee hat, dann sollte man an diese Idee glauben und ja, alle Welt versetzen, um das auch wirklich wahr zu machen. Projekt Nummer 4 befasste sich mit der Rückengesundheit. Da die quasi auf einem gesunden Becken aufbaut, soll dieses durch einen Gurt gestützt werden. Auch das ist grundsätzlich nicht neu, fand laut Meinung der Entwickler aber viel zu selten Anwendung. Es wird damit zwar gearbeitet im Bereich der Konkurrenzmodelle,
vor allem postoperativ, also wenn Sie jetzt zum Beispiel Bandscheiben-OPs hinter sich haben, dann wird Ihnen angeraten, Konkurrenzmodell entsprechend zu tragen für eine gewisse Zeiteinheit, jedoch nicht in der Nachhaltigkeit und wie gesagt auch nur in Bezug auf diese Operation. Wir haben das Ganze, wie gesagt, ins tägliche Leben übertragen, haben dahingehend halt einfach Transferleistungen betrieben, haben gesagt, wenn das nach der OP sinnig ist, dann ist es auch in natürlich kleinerer Ausführung in Bezug auf jetzt die Problematik einer Operation auch im Alltag einsetzbar, haben das empirisch in der eigenen Praxis mit neurologischen Tests verifiziert und dahingehend ist die Idee entstanden, die dann umgesetzt wurde. Ein paar Worte zum Abschluss, ein Dankeschön an die Jury, dann war Zeit für den wahrscheinlich wichtigsten Punkt des Abends, Netzwerken. Umso einfacher nach einer so überzeugenden Veranstaltung. Ich hätte das eigentlich nicht glauben wollen, aber tatsächlich nehme ich nochmal eine Steigerung wahr. Also ich fand auch in diesem Jahr die Ideen, die Innovation sogar nochmal ein Stück weit besser oder auch begeisternder. Hätte ich eine Wahl treffen müssen, wäre es sehr, sehr schwer gefallen, weil ich wirklich mindestens 3 von 4 außerordentlich tolle Zukunft zutraue und dass daraus wirklich was wird mit den richtigen Mitteln und Wegen. Also ich bin wahnsinnig begeistert und das zeigt, dass wir doch in Sachsen-Anhalt noch hochinteressante Innovationen und auch Gründungsinteressen hier haben.